Ich bin Dirk Westrup, ich bin 45 Jahre alt und ich bewirtschafte in einer Kooperation mit vier anderen Gesellschaftern einen Ackerbau-Milchvieh-Biogasbetrieb. Und wir bauen auch auf diesem Betrieb 66 Hektar Raps an. Bei dem Rapsanbau ist es mir sehr wichtig, dass der Altraps sehr vollständig aufgeht. Der Altraps ist sonst ein Problem in den Folgejahren, insbesondere dann, wenn ich nach vier Jahren wieder mit Raps komme, dass er dort zu einem sehr ungleichmäßigen Rapsbestand führt. Raps ist ein Lichtkeimer, er möchte auf keinen Fall tief verbuddelt werden. Und es kommt mir eben sehr stark darauf an, dass ich möglichst vollständig, möglichst viele Rapskörner, die nach dem Drusch noch auf dem Feld verblieben sind, zum Auflaufen bringe. Dazu ist es wichtig, dass die verbliebenen Schoten, die eventuell noch heile sind, die der Mähdrescher entweder nicht erreicht hat, oder Gummischoten, die durch den Mähdrescher durchgegangen sind, aufgeschlagen werden, dass sie aufplatzen und dass sie dann anschließend mit der Erde wieder in Kontakt kommen und dort angedrückt werden, damit sie anfangen können zu keimen. Das, glaube ich, können wir derzeit am besten mit einem Striegel machen, mit dieser Striegel-Walzen-Kombination. Der Striegel schüttelt die Rapsstrohmatte durch, sodass die Körner bis nach unten fallen und sie dann bis auf den Boden fallen und der Walzenzug drückt sie an. Weitere Vorteile von dieser Striegel-Walzen-Kombination ist auch, dass die Stängel angeknickt werden, somit die Kapillarität und ein Wasserverlust durch die Stängel eben nicht mehr stattfindet. Die Stängel verrotten auch nach kurzer Zeit. Im ersten Moment sieht man nicht so richtig, dass viele Stängel dort abbrechen oder so. Die Wirkung sieht etwas geringer aus als zum Beispiel bei alternativen Systemen wie Mulchen. Trotzdem, nach wenigen Tagen kann man erkennen, dass die Stängel, dadurch, dass sie abgeknickt sind, an Farbe verlieren, in Saft verlieren und dann auch eben zukünftig etwas schneller verrotten. Das Problem mit der Verrottung sehe ich so oder so nicht so dramatisch. Der Stängel ist bis zur Weizenaussaat so oder so ausreichend verrottet. Wichtig ist mir hier in diesem ersten Arbeitsschritt ein maximaler Aufgang von Altraps. Wir haben uns für die Güttler-Kombi deswegen entschieden, weil sie vielseitig einsetzbar ist. Ja, als Milchviehbetrieb haben wir auch 150 Hektar Grünland. Auf dem Grünland nutzen wir die Güttler-Kombination sowohl im Frühjahr als auch im Herbst zur Grünlandpflege, auch mit dem Nachsaatgerät, was natürlich hier jetzt auch mit verbaut ist. Aber zurzeit findet natürlich keine Saat statt. Also wir können es auf dem Grünland einsetzen. Wir können auch, sollte mal die Strohverteilung suboptimal sein, beim Getreide können wir den Striegel auch solo einsetzen. Und selbst Zwischenfrüchte können wir mit dieser Güttler-Kombination sehen, sodass sie also sehr vielseitig eben einsetzbar ist. Im letzten Jahr haben wir es auch ausprobiert, die Güttler-Kombination für Mais zu nutzen und da eine Stoppelbearbeitung beim Mais durchzuführen. Da ist in etwa das gleiche Bild, sodass man erst das Gefühl hat, da passiert etwas wenig, aber trotzdem hinten die Walze drückt die ganzen Maispflanzen an und man kann doch einen hohen Beschädigungsgrad dann bei genauerer Untersuchung an den Maisstoppeln erkennen. Die Güttler-Walze setzen wir etwa ein bis zwei Tage nach dem Drusch ein. Nach Möglichkeit sollte die Sonne die verbliebenen Schoten noch einmal kräftig angetrocknet haben, sodass sie leichter aufplatzen und die letzten Samen dort herausfallen dann. Anschließend lassen wir den Acker dann etwa ein bis zwei Wochen ruhen, sodass der Raps auflaufen kann. Danach folgt dann eine Bearbeitung mit der Kurzscheibenegge, sehr flach, etwa 2 bis 4 cm. Ein weiterer Bearbeitungsgang mit der Kurzscheibenegge kann dann noch folgen mit 4 bis 5 cm und danach ist eigentlich dann der Acker schon wieder saatfertig für den Weizen. Wir setzen den Güttler Striegelzug jetzt im dritten Jahr ein. Auffallend ist der sehr intensive Aufgang an Rapspflanzen, dass sehr viele einzelne kleine Rapspflanzen aufgehen. Und das hat uns bestätigt, dass das die richtige Maschine für diesen Zweck ist. Probleme haben wir in diesen 3 Jahren mit dem Striegelzug bislang noch nicht gehabt, also auch noch keine Reparaturen oder so.